Hallo und herzlich willkommen zu Let's Race Super Mario World. Wir wollen jetzt in diesem Race es schaffen, nicht als Versager dazustehen, sondern wenigstens ein bisschen Geschwindigkeit zu beweisen, auch wenn es nicht sehr viel sein wird, denn ich bin nicht gut in Super Mario World Races. Deswegen werde ich das auch wahrscheinlich nicht gerade auf die ersten drei Plätze schaffen, sondern eher so in die hintere Kategorie. Vielleicht fünfter, sechster Platz. Keine Ahnung. Ja, und das Race wird von der Gamerente veranstaltet, der ja der Gamewolf ist. Und jetzt wollen wir doch mal sehen, wie ich mich schlage. Ich bin sehr gespannt. Wie gesagt, ich rechne mit dem fünften, sechsten Platz, keine Ahnung. Und ich würde eigentlich ziemlich gerne versuchen, dass ich es hinkriege, das ohne Tode zu machen. Ja, ohne Tode ist mein Ziel, dass ich dieses Race ohne Tode schaffe. Denn dann ohne Tode alleine macht ja schon ziemlich Geschwindigkeit aus, bin ich der Meinung. Ich versuche natürlich auch noch ein bisschen zu rennen, also sofern ich es hinkriege. Aber ich bezweifle, dass ich das wirklich so perfekt schaffen werde wie manche andere. Ich denke, die anderen haben das ja schon. Wenn ich meine, der Gamewolf zum Beispiel, also die Gamerente hat das ja schon mit Final Level Gamer ziemlich. Also sie haben ja schon zwei Races gemacht durch komplett Super Mario World. Also die sind ja schon total vortrainiert. Da habe ich schon allein deswegen geringere Chancen und jetzt sehe ich schon wieder, wie mein ganzes Leben bergab geht. Na, so, komm, wenigstens ein bisschen Zeit möchte ich noch haben. Ist nicht zu auszuhalten, dass ich da schon wieder getroffen wurde. So, ich glaube, ich habe 2 Sekunden verschwendet, wenn ich das richtig sehe. Ich weiß nicht, ob 272 wirklich die Bestzeit ist, aber das ist meine Bestzeit. So, Iggy's Castle. Ach, diese Vorszene ist auch so nutzlos. Und das hier hasse ich jetzt. Ich kann absolut nicht diese Kletterdinger. Deswegen klettere ich lieber ganz normal. Ich habe das Gefühl, dass ich dann besser durchkomme. So. Und ab durchs Portal in das Scrolling-Gebiet. Da kann ich nicht viel Zeit rausholen. Maximal vielleicht 1 Sekunde überhaupt, wenn ich es schaffe, rechtzeitig in die Tür reinzugehen. So. Und Iggy werde ich sowieso wieder failen. Das werde ich nur bei der ersten Drehung der Shell hinkriegen. Nicht bevor sich die Shell gedreht hat. Wie es manche andere, glaube ich, schaffen. So. Und tschüss. So. 232 ist auch mein persönlicher Bestrekord von diesem Level, glaube ich. Ich weiß nicht, ob das besser geht. Jetzt kommt auf jeden Fall die Cutscene. Thank you. Bomb. Mario has defeated the demented Iggy Koopa in Castle Number 1 and rescued Yoshi's friend, who is still trapped in an egg. Together they now travel to Donut Island. To Donut Land, so rum. So, und ab zum besten Level überhaupt, das erste Level mit der Feder. Oh yeah. Also das heißt zwar nicht, ich sag zwar bestes Level überhaupt, heißt aber nicht, dass ich dieses Level wirklich super beherrsche. Im Gegenteil, ich bin recht schlecht in dem Level. So. So, jetzt ein bisschen tiefer ziehen. So, wunderbar. Und wann kommt's? Jetzt kommt's. Ah, verdammt. Ich musste natürlich versagen. So. Flieg hoch. Gott. Auf der Zielgerade gerade einmal versagt. Ich fasse es nicht. Na gut, Donut Secret One. Eins meiner Hasslevel. So. Aber wenigstens habe ich eine Blume. Damit kann ich das vielleicht
besser schaffen als so manches sonstiges Mal. Oh fuck. Hahaha, ich hatte eine Blume. So. Muss ich halt mit der Feder den Scheiß machen. Mit der Feder ist viel schwieriger zu zielen. Okay, ich meinte natürlich, ich muss es ohne Power-Up machen. Da komme ich wenigstens hier durch die Mitte durch. War alles geplant. Hust. Okay. Das war epic, wie ich das Vieh besiegt habe. gut, jetzt das Geisterschloss. Oh, der nächste Horror. Man merkt schon, dass ich ziemliche Angst davor habe, überhaupt zu sterben. Nein! Nein! Fuck, fuck, ich komme da niemals durch. Nee, das schaffe ich nicht. Komm, ich warte einmal. Es tut mir leid, es ist viel verschwendete Zeit und ich sag ja, ich werde nicht unter die ersten drei kommen. Aber ich will sicherheitshalber nicht sterben. Weil wenn ich jetzt gestorben wäre, dann hätte ich noch mehr Zeit verschwendet. Und das will ich nun wirklich nicht. Oh, ich habe gleich ein Leben bei der nächsten Münze. Sehe ich gerade. So. Yes. Und ab zu Big Boo. Gut. Erster Treffer erfolgt. Das ist doch nicht die Möglichkeit. Jetzt trifft dieses Vieh endlich. Wie kann man nur so viel Zeit verschwenden? Danke. Er ist tot. Ich verschwende echt so viel Zeit, ist unglaublich. So. Starwood. Und jetzt kommen nur noch zwei schwierige Level. Gut. Das ist eigentlich schon alles, was ich machen muss in diesem Level. Ich muss jetzt nur noch warten. Speed-Taste gedrückt halten und rechts laufen, links laufen, so rum. So. Und jetzt geht's auch schon zum nächsten Level, das Wasserlevel. Wenn ich jetzt hier richtig anstelle, kann ich da ziemlich viel Zeit rausholen. So. Perfekt. Eins. Zwei, drei. Vier. Fünf. Yoshi mitnehmen. Hätte eigentlich irgendwann von da oben fressen können. Naja. Egal, ich bin recht weit gekommen mit dem Yoshi. So. Ihr verfolgt mich aber echt lange. So. Und flutsch ab durchs Loch. 245. Ich weiß nicht, ob das die beste Zeit ist. Glaube ich nicht. So, Star World 3. Wenn ich jetzt nicht wieder den Bug hatte, wie in einem der Testversuche, dann sollte es ja klappen. Oh, die Wolke war ziemlich weit links. Okay. Na, oh, jetzt geh an diesen scheiß Schlüssel ran. Ist doch wohl nicht zu fassen, wie viel Zeit du verschwendest, Mario. Ausgerechnet dann, wenn ich mal nicht sterbe, dann verbrauchst du so ultra viel Zeit. So. Das erste gefährliche Level, was noch übrig ist, von den Zweien, die ich erwähnt habe. So. Okay, ich habe den Dreierklötzchen gekriegt. Super. Das gefällt mir. So, die Feder werde ich brauchen. Und dann kann ich das eigentlich in einem Rutsch durchziehen hier. Mit einer einzigen Shell. So, flieg, 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 springen, Schlüssel und durch. Wunderbar, wunderbar. Auch das hat erfolgreich geklappt. Nur noch das Bowser-Level, dann bin ich durch. Und dann kann ich das hier hochladen. Ja. Jetzt darf ich bloß hier nicht mehr failen. Komm. Du hast jetzt so viel erreicht, jetzt schaffst du das. So, und bei Bowser-Level möchte ich die Tür 3
Weil ich hier wenigstens weiß, dass ich hier schnell durchkomme. Und das ohne Treffer. So, und die Tür 5. So, und durch. Dunkelraum. Oh, bitte nicht failen. Ich habe meine Power-Ups jetzt verschwendet. Nein! Das ist doch zum fucking Kotzen. Egal, ich versuch's nochmal. Jetzt möchte ich nicht hier nochmal versagen. Also, ich werde es jetzt einmal noch versuchen. Wenn ich jetzt nochmal sterbe, dann werde ich wahrscheinlich das jetzt nochmal von vorne starten. Wenn ich es jetzt so schaffe, dann. Puh, ja, dann bin ich mit der Aufnahme doch noch recht zufrieden. Ich glaube zwar, dass es bessere Leute gibt als mich, aber. Warum fail ich auch hier an solchen Stellen? Ich habe sowieso nicht verdient zu gewinnen, wenn ich mich so schlecht anstelle. Oh, danke. Das hätte schon mal geklappt. So. Gut. Das möchte ich mitnehmen. Ach, so viel dazu. Komm her. So. Bosstür. Gut. Jetzt habe ich halt. Ich habe ein bisschen Zeit verschwendet durch einen Tod. Aber wenn ich Bowser jetzt First Try schaffe und das gut, dann werde ich es auf jeden Fall als Race nehmen. Die Aufnahme. So. Ist ja nicht verboten, dass man mehrere Aufnahmen macht, bevor man das Race dann letztendlich. Also bevor man es dann letztendlich als Race hochlädt. Jedenfalls stand nirgendwo was davon, dass die erste Aufnahme zählt. Ist ja nicht blind. So. Das hätte schon mal geklappt. Flamin, kommt doch herunter. Ich will jetzt kein unnötiges Risiko eingehen. So, Pilz. Und schon bin ich etwas sicherer. Na los, mach deine scheiß Kugel. Ich habe nicht ewig Zeit. Ich habe heute noch einen Termin. Also eigentlich nicht, aber ich will es heute noch uploaden, wenn es geht. Wobei, ich habe noch den ganzen Tag Zeit zum Uploaden. Das ist erst früh am Morgen. So, komm, mach deine nächste. Achso, die zweite Kugel war ja schon. Es kommt ja jetzt die Mecha-Koopas. Na? Ach, verdammt. Oh Mann, so viel Zeitverschwendung. Und das ausgerechnet in der zweiten Phase, wo der, och Mann, wo er die Kugeln schmeißt jedes Mal. Das ist die Phase, die am längsten dauert. Da musste ich diesen Koopa aus dem Bild schmeißen. Warum? Das ist doch nicht nötig. Es wird definitiv keiner der ersten drei Plätze. Die ersten drei Plätze haben garantiert schon das Spiel durch. In dieser Zeitspanne. Außer natürlich irgendwie jeder würde so einen Tod auf dieses Konto sich ziehen. Aber das bezweifle ich einfach mal richtig stark. So. Ein Treffer. Jetzt schmeißt du den Mecha-Koopa, was damit ich die endlich besiegen kann. Ja. Und tschüss. Gut. Und jetzt müsste das West zu Ende sein. Das heißt, Peach hat ja den Boden berührt, also ist das West zu Ende. Gut. Ja. Danke, dass ich mitmachen durfte. Und ich hoffe doch mal, dass ich unter den ersten sechs bin. jo. Ich werde das dann noch heute hochladen und ja, mal sehen, wie ich abgeschnitten habe. So.
Ich weiß nicht, ob ich das jetzt hier noch mit drin lassen muss. Bis zum Herz mache ich mal noch. Okay. Jetzt, das war's dann. Ich denke, das Race ist damit beendet. Tschüss.